Hallöchen Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich war nicht brav, muss ich ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Und ja, ich war mal wieder bei DM, ne? Deswegen sage ich das. Hier ist die ganze volle Tüte, aber ja, das wäre das geringste Übel, weil wir brauchen halt immer ziemlich viel, ne? An Duschzeug und so. Aber ja, ich habe mir diese Palette gekauft. Werde ich euch gleich noch ein bisschen was Genaueres zu sagen. Und da ist auch noch ein bisschen was anderes mitgekommen. Und ja, dementsprechend habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und wenn ihr sehen wollt, was ich alles gekauft habe, dann bleibt dran. Mädels, was soll ich sagen? Es war diesmal noch nicht mal mehr Haushaltskram dabei. Deswegen beginnen wir direkt mit dem Beauty-Zeugs. Und zwar, ja, würde ich sagen, fangen wir mit den Haaren an. Da habe ich mir zum einen diese drei Produkte mitgenommen zum Testen und schuld daran ist einzig und allein die liebe Alida vom Kanal Family for Life. Ihr wisst das, ne? Wir fixen uns mal gegenseitig an, wir beiden. Naja, auf jeden Fall, sie hat die gezeigt. Ich glaube, sie hatte die Spülung noch nicht mal, aber ich habe mir jetzt alles drei mitgenommen. Und zwar haben wir einmal hier von Fructis aus der Aloe Hydra Bomb Reihe das kräftigende Shampoo. Das sieht so aus. Dann habe ich passend dazu die Spülung, die kräftigende Spülung, und ich habe daran gerochen im Laden und sie sagte mir das schon in dem Video, beziehungsweise sie hat es mir schon bei Instagram geschrieben, da musst du dran riechen, weil sie weiß ja, dass ich so ein, ja, ich würde schon sagen Aloe Vera Fetischist bin und das riecht so geil. Und das letzte, das war auch ein bisschen teurer mit 5 Euro, aber ich muss sagen, ne, guckt euch diese Buddel hier an, also da ist schon ein bisschen was drin. Aloe Air Dry Cream Leave-In Creme bändigt und macht die Haare geschmeidig, erhöht die Griffigkeit. Ich hatte sie gefragt, ob man damit die Haare schneller trocken bekommt, weil das ist ja bei mir so eine Sache, ne? Deswegen föhne ich die. Da konnte sie mir leider nichts zu sagen, aber sie meinte, das wäre jetzt gerade im Sommer ideal und das würde die Haare auch schön griffig machen und das steht ja auch hier drauf. Und das ist mir ganz besonders wichtig, muss ich sagen. Raum Locken 2-in-1 Haarbutter für lockiges und gewelltes Haar. Pflegeformel mit Keratin und Shea Butter. Die haben die anscheinend neu. Die haben auch diese Reihe neu aufgelegt. Von der Verpackung habe ich gesehen. Ich habe ja das Shampoo davon gelegentlich und die Spülung und auch das Spray und die Lockencreme. Und ich muss sagen, ich bin mit den Produkten eigentlich ja, ganz zufrieden. Vor allen Dingen im Anbetracht dessen, was die kosten. Und deswegen dachte ich mir, ja, du hast keine Kur mehr, die geht jetzt bald leer. Ich habe im Moment die von Garnier aus dieser Wahre-Schätze-Reihe und ich dachte mir, probierst mal was Neues aus, weil bei Kur bin ich immer so, ja, das ist wirklich Butter, bin ich immer so ein bisschen experimentierfreudig. Und ja, die hat den gleichen Geruch wie dieses Shampoo, der mir jetzt, es gibt bessere, sagen wir so, ne? So was wie Aloe Vera zum Beispiel, aber ich mag das Shampoo aus der Reihe und Spülung, wie gesagt, und dementsprechend, ja, kann die Haarkur ja nicht schlecht sein. Jetzt habe ich alles rumgesiffelt. Ich zeige euch das einfach mal und dann werden wahrscheinlich Kommentare kommen, wie, du kaufst sowas? Nein, ich habe es nicht gekauft an dieser Stelle. Ich habe es geschenkt bekommen, weil wir waren wieder im Minto bei uns. Das ist das Einkaufszentrum, wo wir ab und zu mal hingehen. Also ich war jetzt ziemlich lange nicht mehr da, aber jetzt war ich mal wieder da. Und da, wenn man die Karte hat, diese Kundenkarte, bekommt man, wenn man 5 Produkte bei DM kauft, ein Produkt gratis. Ja, das kann man sich leider nicht aussuchen, ne? Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und so weiter. Und dementsprechend gab es hier ein Balea-Shampoo mit Kokos-Ananas-Duft. Ja, ich habe dann direkt zu meinen Kindern gesagt, könnt ihr haben, ne? Ich rieche da mal ganz vorsichtig dran. Es ist okay. Also, es muss ich wirklich sagen an dieser Stelle. Ich glaube einfach durch die Ananas, dieses Süßliche, das kommt ein bisschen mehr durch, was ich jetzt so, ne, vorsichtig gerochen habe. Dieses Frangipani und Kokos Duschgel, was ich letztes Jahr geschenkt bekommen habe, ja, auch, was auch meine Kinder gehabt hatten, das stank schlimmer. Aber das hier geht. Aber ich werde es trotzdem nicht benutzen, weil ich habe mein Shampoo und nein, Kokos ist, wie gesagt, nicht meins. Ihr wisst es, ne? So, dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Und ja, da war wieder Maskenzeit, wie gesagt. Alida fixt mich auch immer mit Masken an. Also Masken und Haarprodukte ist ganz, ganz schlimm. Also am besten schalte ich da bei ihr demnächst sofort weg. Ich weiß gar nicht, ob sie die gezeigt hat. Nee, die habe ich, glaube ich, selber entdeckt. Diese beiden hier nämlich. Das sind die Garnier Skin Active Hydra Bomb Augentuchmaske. Einmal mit Kokoswasser. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Naja, gut. Wir werden das ausprobieren. Glättet feine Linien und mildert geschwollene Augen. Wahrscheinlich habe ich eher das gelesen. Ist immer so doof, ne? Dass sie das hier so kleiner draufschreiben und das hier so fett, ja, Werbeopfer halt, ne? Was soll ich sagen? Das ist halt hier so eine Tuchmaske. Ihr seht das hier abgebildet, ne? Für die Augen speziell.
Ihr wisst, dass ich gerade unter den Augen, gerade jetzt im Sommer, merke ich das wieder. Concealer, dass das bei mir voll schlimm aussieht. Und wenn ich das abpuder danach, was ich natürlich muss, weil sonst creased mir das, dann sieht das katastrophal aus, kann ich euch sagen, bei diesen Temperaturen. Aber ja, ich kann ohne Concealer einfach nicht, weil meine Augenpartie dermaßen schrecklich ist, kann ich euch sagen. Und ja, deswegen, ich habe ja auch diese Pads und das ist ja sowas Ähnliches. Ne? Das sind ja auch hier, zumindest das hier sind so Pads. Und dann dachte ich mir, probierst du das mal aus. Waren jetzt auch nicht ganz günstig, muss ich sagen, aber wie gesagt, ich teste gerne, ne? Ihr wisst das. Die ist hier mit nicht mit Algen, sondern mit Orangenextrakt und Hyaluronsäure und die reduziert Tränensäcke und verringert dunkle Augenringe. Ja, das ist dann wahrscheinlich eher was für mich, wobei, wie gesagt, ich habe beides, ne? Einmal Tränensäcke und Augenringe und einmal hier, oder Augen, ja, Schatten, dunkle Augenringe, genau. Und einmal hier, Feuchtigkeit fehlt mir auch. Tutti kompletti das ganze Programm und von daher werde ich die mal testen und euch dann auch sagen, wie ich sie finde. Und das zweite, das habe ich tatsächlich bei Alida gesehen vor ein paar Tagen in ihrem Haul-Video. Da hat sie allerdings die andere, glaube ich, gezeigt, die blaue Variante davon. Ich habe mir jetzt allerdings die Orange mitgenommen, weil mich hat dieses Glow einfach angesprochen. Im Moment, ihr wisst das, ne, bin ich unheimlich auf diesem Glow-Trip und ja, alles, wo Glow draufsteht, muss man erstmal haben, auf jeden Fall. Und ich hatte ja schon mal so eine Glow-Maske von Garnier, diese Tuchmaske, und die fand ich super sensationell. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die nicht mehr gekauft habe. Wahrscheinlich, weil ich zu viele habe. Ja, das könnte sein. Auf jeden Fall, ich habe die gesehen, mit Vitamin C ist die übrigens, genau, und die mixt ihr euch selber an. Die nächsten beiden Produkte sind ebenfalls neu, die ich ergattert habe, beziehungsweise es gab alle eigentlich aus der Reihe, aber ich habe mir nur die beiden mitgenommen, weil die mich irgendwie ja, angesprochen haben. Und zwar sind das die Produkte von der lieben Paola Maria, die hat ja auch einen YouTube-Kanal, ist eine bekannte YouTuberin, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. L-V-L-Y. Also ich würde es lovely aussprechen, aber es fehlt ja das O. Aber, ja, nichtsdestotrotz, ich habe mir hiervon die Eye Cream mitgenommen. Wundert euch nicht, da ist eigentlich noch eine Pappumverpackung drum, weil auch die habe ich mir schon vor ein paar Tagen geholt und konnte sie dementsprechend testen, wie ihr seht. Ich mache euch die mal auf. Die kommt hier mit so einem, sagen wir mal, Bügeleisengriff, ne? Weil damit könnt ihr das schön unter den Augen verteilen. Und ich muss sagen, ich mag diese Augencreme und für den Preis von 4,95 € muss ich sagen, habe ich bis jetzt nichts Vergleichbares in der Drogerie gefunden, ehrlich gesagt. Dann habe ich mir noch ein Produkt aus dieser Reihe mitgenommen und zwar das Cleansing Oil. Das ist auch das, was mich so angesprochen hat. Das waren auch die einzigen beiden Produkte, um ehrlich zu sein. Die Creme, ja, ich will sie vielleicht mal testen, je nachdem. Wenn ich mit dem hier auch so zufrieden bin, dann werde ich mir vielleicht mal sogar die ganze Reihe zulegen und euch dann mal sagen, wie ich das finde, weil, wie gesagt, bis jetzt die Augencreme hat mich zu 100% überzeugt, muss ich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie das hier mit dem ist. Ich habe es noch nicht angebrochen, auch wenn ich es schon ein bisschen länger habe, aber ich möchte erstmal meine ganzen Reinigungsprodukte aufbrauchen, sagen wir mal, und dann benutze ich das. Das ist nicht mit Manuka-Honig, sondern mit Goji-Beeren-Extrakt. Habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht in anderen Kosmetika und ja, das ist halt, wie gesagt, ein Öl. Cleansing Oil, ne? Ich mag Öl, um mein Gesicht abzuwaschen, da haben wir es wieder mit Feuchtigkeit und so, ein Öl ist da eigentlich genau das Richtige. Zumal, wenn ihr wasserfeste Mascara habt, kriegt ihr das auch damit besser ab. Ich habe ja von Balea das Reinigungsöl und das finde ich auch gar nicht mal so schlecht, sage ich mal. Es gibt bessere, aber ist eine gute Alternative. Hier steht auch, tschüss, wasserfestes Make-up. Mit diesem ultrasanften Abschminköl wird deine Haut sanft gereinigt und gleichzeitig mit besonderen Pflegestoffen verwöhnt. Außerdem sorgt ein Extrakt aus vitaminreichen Goji-Beeren für ein seidiges Haut. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie die ist und werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. So, das war's zu der Lovely-Reihe und zu den Neuheiten. Und jetzt habe ich noch einen, ja, ich sag mal, alten Favorit, beziehungsweise ich habe es jetzt zum zweiten Mal nachgekauft, noch nicht für mich, sondern für meinen Schatz. Und zwar ist es von Dentodent, die Sensitiv-Zahnpasta. Ich hatte die einmal gekauft auf Empfehlung von euch, weil ihr gesagt hattet, probiert die mal aus, wenn ihr schmerzempfindliche Zähne habt, beziehungsweise er hat es. Und ja, er hat die ausprobiert und hat gesagt, die ist für den Preis vollkommen in Ordnung. Vielleicht gibt es bessere, aber er hat, wie gesagt, keine Probleme mehr dadurch und dementsprechend habe ich die nachgekauft. So, dann geht's weiter mit Männerkram. Und zwar habe ich hier zweimal Duschgel für meinen Freund mitgenommen. Und zwar von Adidas ist das. Aftersport Hydrating und Adipower Maximum Performance. Das Ice Dive Fresh and Tonic Deo Body Spray. Also das kann man auch als Body Spray nehmen, aber er nimmt das halt immer als Deo, beziehungsweise erst ein Roll-On und dann den drüber. Das schützt ihn am besten, erfahrungsgemäß. Und dementsprechend habe ich hier 3 Stück davon mitgenommen. Und das letzte ist für meinen kleinen Mann, also für meinen kleinen Sohn. Das ist das Nivea Man Fresh Active mit 0% Aluminium. Das habe ich euch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Das benutzt er immer und ist super zufrieden.
So, und dann durften als letztes für die Körperpflege, für die Mama auch noch zwei Sachen zum Duschen mit. Einmal hier ein Duschgel, Kiss a Wave. Duftet nach einem Tag am Meer. Und das stimmt wirklich. Das riecht original wie mein Palmolive Thermal Spa. Und zwar das alte, was es leider nicht mehr gibt. Und das letzte Körperpflegeprodukt ist ein Duschpeeling. Ja, meins ist nämlich leer gegangen nach langer Zeit. Ich benutze nicht so oft Duschpeeling, muss ich sagen. Vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Überhaupt Hautpeeling, also Körperpeeling. Hautpeeling, Körperpeeling. Und dementsprechend komme ich da ziemlich lange mit aus. Mein letztes hatte ich jetzt, glaube ich, über ein Jahr. Ja, das war von Isana 1. Werdet ihr im Aufgebraucht sehen. Oder habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen, weil das Video, ich drehe das wieder vor, ihr kennt das, egal. Auf jeden Fall ist das das von Balea Duschpeeling, frischer Hauch, ein zartes Hautgefühl, Limited Edition, das sind immer so, ja, Limited Editions, ich glaube, das ist eine Frangipani hier drauf, ich bin mir aber nicht sicher, steht auch gar nicht irgendwie hier drauf, nur verwöhntes Duscherlebnis. So Mädels, und dann haben wir jetzt noch ein Gesundheitsprodukt sozusagen, bevor wir dann zu meinen, ja, shoppingtechnischen Totalausfällen kommen, sozusagen. Und zwar habe ich mir mitgenommen von Das Gesunde Plus Vitamin B12. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und das ist hier so eine, so ein Süßstoffteil mit so kleinen Tabletten drin. Da ist Vitamin B5 für die geistige Leistung noch drin und Zink für das Immunsystem und eben Vitamin B12. Hat den Hintergrund, dass ich euch, ja, ich hatte euch in meinem Foodhaul gesagt, dass ich sehr oft krank bin und nicht nur sehr oft krank, sondern einfach auch müde und schlapp und ja, keine Ahnung, manchmal komme ich nachmittags von der Arbeit, es liegt wahrscheinlich auch an dem Stress im Moment, aber es nervt mich ungemein, weil ich bin eigentlich so ein Mensch nicht, bin eigentlich eher so in der Power und im Moment bin ich so, einfach und das geht mir tierisch auf den Senkel. So, und jetzt, wie gesagt, kommen wir zu der dekorativen Abteilung und ich muss euch sagen, ich habe noch sehr viel mehr gekauft. Das werdet ihr in meinem Video sehen, First Impression zu dem neuen Catrice Sortiment. Ich habe mir nämlich, ja, bis auf den Concealer, weil da gab es keinen neuen, alle Produkte, also von jedem etwas, ne, natürlich aus dem neuen Catrice Sortiment gekauft. Und ja, dementsprechend habe ich auch am Anfang gesagt, ich war nicht brav. War ich auch wirklich nicht. Und zusätzlich habe ich mir halt die Produkte noch gekauft, die ich euch jetzt zeigen werde. Und dementsprechend, ja, ich war gar nicht brav. Muss ich einfach so sagen. Aber manchmal, ja, gerade bei dem Stress im Moment auf der Arbeit, muss man sich, glaube ich, auch mal was gönnen. Ja, sagt die, die eine ganze Schminksammlung voll hat, ne? Aber gut. Wir fangen mal an mit dieser Palette, die ich euch eben im Einspieler schon gezeigt habe, im Intro. Ich wollte sie mir nicht kaufen, weil die Farben, ich zeige sie euch mal, die sind eigentlich so bunt, ne? Ich habe ja die Solar Flare davon, die ist von VH Cosmetics übrigens, falls ihr sie noch nicht kennen solltet, die Galaxy Chic. Und die hat sehr, sehr bunte Farben, Intus. Da habt ihr so einen Orangeton, ich meine, den könnt ihr schon verwenden, ne? Sowas mag ich. Dann habt ihr hier sowas, ja, was ist das? Rötliches, was Lilanes, so Bordeaux, was ja nicht so meins ist, was Gräuliches, was Blaues, obwohl Blau ist ja im Moment so meins, ne? Und ja, was soll ich sagen? Diese Palette war runtergesetzt. Die gab es ja mal vor einer, ja, ganz langen Zeit, da habe ich mir die Solar Flare auch gekauft. Genau in diesem DM gab es so einen Aufsteller und ja, da waren die halt drin und das ist jetzt anscheinend der traurige Rest davon. Und die war runtergesetzt von 18 auf 12 Euro und ganz ehrlich, für den Zustand, weil da waren auch noch andere, ich hatte extra geguckt, ob ich eine relativ neue erwische, ne, weil das mag ich gar nicht. Ihr seht das, da ist nichts dran, ne? Die ist wie neu. Und für den Preis, also beziehungsweise für die Preisersparnis, ich meine, es sind 6 Euro immerhin, konnte ich die nicht liegen lassen, das tut mir leid. Und selbst wenn ich die nur dafür nehme, um euch nochmal bunte Looks zu schminken und, ja, keine Ahnung, vollkommen auszurasten, Make-up-technisch. Ja, was soll ich sagen, wenn ich nur die Palette genommen hätte, plus natürlich diese Produkte, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil sonst wäre es einfach kein First Impressions, bitte versteht das. Ich möchte euch mit dem Video, ja, überraschen sozusagen, was ich da benutze und dementsprechend zeige ich euch die Sachen nicht. Und swatcht ihr auch nicht, weil damit es auch wirklich First Impressions bleibt. Aber diese beiden Sachen, die kann ich euch noch zeigen. Ich war nämlich auch bei Müller, weil die Foundation zum Beispiel von Catrice, das kann ich euch schon sagen, weil das ist die einzige, die neu reingekommen ist, die gibt es bei DM leider nicht. Die ist nur in der großen Theke erhältlich und noch ein paar andere Sachen. Und dementsprechend war ich nach langer Zeit wirklich mal wieder bei Müller und ja, habe es direkt bereut, weil ich mit den beiden Sachen rausgegangen bin. Ich hatte diese LE, die ist übrigens von Essence, die Wanted Sunset Dreamers LE, hatte ich schon vorher gesehen bei Essence TV.
Und die Palette hatte ich gesehen und den Highlighter und beides habe ich sofort angesprochen. Ich dachte, das musst du haben. Und dann habe ich immer hinterher überlegt, wolltest du es mir kaufen? Und letztendlich habe ich sie mir doch mitgenommen, weil ich habe die geswatcht. Die hatten Gott sei Dank einen Tester da von dieser Palette. Den Highlighter übrigens nicht, aber von der Palette. Und die hat mich von der Pigmentierung her so sehr überzeugt. Zumal mir ist aufgefallen, aber es ist mir erst zu Hause aufgefallen, als ich mir die Palette näher angeguckt habe. Ich glaube, ich habe hier ein originales Dupe, haltet euch fest, zur Naked Heat erwischt, Mädels. Deswegen steht das auch so im Titel. Ich habe die mal nebeneinander gehalten und ich kann euch das auch mal demonstrieren. Ich habe ja hier die Naked Heat, ne? Das wisst ihr, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Und ihr wisst ja auch, dass die nicht so ganz günstig ist, ne? Und jetzt halte ich die mal so nebeneinander. Und dann hoffe ich mal, dass ihr was erkennt. Und das seht, was ich eben gesehen habe. Na, was sagt ihr? Also ich würde sagen, die Farben sind schon ziemlich ähnlich. Wir können das ja mal swatchen. Ich nehme mir einfach mal, ja, hier sind ja Farben drin, bei der Essence ja nicht. Aber ich nehme mir einfach mal hier so einen matten Braunton, so einen warmen, und zwar He Devil. Das ist This One. Den swatche ich mir mal hier hin. Und dann nehme ich mir mal das vermeintliche Dupe dazu. Das müsste dann der hier sein. Der kommt dem zumindest ziemlich nah. Und swatch das mal daneben. Ja, sie sind von der Pigmentierung her natürlich nicht so mördermäßig wie die Naked, ne? Aber vom Farbton oder von der Farbfamilie kommen sie sich schon nah. Und das ist jetzt eine Schicht. Ne? Da seht ihr, der ist nicht so Bombe wie das ist jetzt hier Naked und das ist Essence. Aber wir können ja auch nochmal eine zweite Schicht auftragen und dann gucken wir mal, wie es dann wird. Ja, dann kommt er dem ziemlich nah, ne? Ihr seht das. Also da ist nicht so viel Unterschied, würde ich sagen. Ja, wir probieren das aber mal noch mit einem anderen Ton aus, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir uns mal einen schimmernden und da würde ich sagen, wir greifen mal zu dem daneben. Das ist in der Naked Heat der Ton L'Ombre. Benutze ich auch sehr, sehr gerne. Hier seht ihr beide auf dem Finger. Das ist Essence, das ist Urban Decay. Und ja, ich würde sagen, bei dem Schimmerton, da sieht man es 1:1. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Dupe Set. Also Mädels, mein Tipp an dieser Stelle. Solltet ihr diese LE sehen, gibt es nicht nur bei Müller übrigens, sondern auch bei DM und auch bei Rossmann. Also das heißt, ihr könnt vielleicht sogar bei Rossmann noch ein paar Prozentchen sparen. Schaut euch die Palette an, weil wie gesagt, die hat gekostet. Lass mich nicht lügen, ich glaube 7,95. Ja. Und das ist ein Unterschied, ne? Das ist ungefähr ein Fünftel, noch weniger als ein Fünftel von dem, was die Naked kostet. So, und das letzte Produkt in diesem Haul und auch das letzte Produkt aus dieser LE, also das einzige, was ich mir noch mitgenommen hatte, die hatten noch mehr, aber die anderen, muss ich sagen, haben mich dann doch nicht so angesprochen, als ich sie vor Ort gesehen habe. Aber das musste ich mitnehmen, obwohl es keinen Tester gab. Ja, das ist bei mir schon eine Seltenheit, weil normalerweise, wenn ich ein Produkt vorher nicht testen kann, da bin ich immer vorsichtig. Aber ja, ihr wisst das, ne? Ich habe meine Liebe für Highlighter entdeckt und deswegen durfte auch dieser mit. Das ist der Highlighter aus der LE, der Marble Highlighter. Das ist so ein ja, marmoriertes Teilchen, schöne Optik und mich hat die Farbe auch angesprochen, ohne sie swatchen zu können. Das ist so ein helles Champagner und ihr wisst, da stehe ich drauf. Ne? Und zwar ist das 01 Golden Summer Days und jetzt gehen wir da mal rein und dann gucken wir mal. Und der ist wirklich butterweich und ja, nicht so metallisch, ne? Ihr seht das. Aber ich glaube, mit dem kann man schon einiges anstellen. Und gerade wenn man so ein Typ ist wie ich, der ja, nicht so knalligen Highlighter mag, sondern eher so einen subtilen Glow, ist das genau das Richtige. Ja, war kein Fehlkauf, glaube ich. Ich werde ihn aber auch nochmal auf dem Gesicht ausprobieren und euch dann wissen lassen, ob es wirklich so ist. So Mädels, und das war's mit meinem Haul. Ihr habt gesehen, ne, es war ja, jede Menge Zeug dabei. Und wie gesagt, es ist auch noch Zeug in meinem Schrank, was ich wirklich erst dann benutze oder swatche, wenn ich das Video mache. Falls ihr ja, das Video mit meinen First Impressions nicht verpassen wollt und auch das Isana-Vergleichsvideo nicht verpassen wollt, was noch kommen wird in der nächsten Zeit, dann abonniert gerne meinen Kanal. Das könnt ihr hier tun. Und hier verlinke ich euch nochmal ein Video, ein älteres von mir. Da könnt ihr auch mal reinschauen, um zu gucken, kann ich die überhaupt länger ertragen. Ja, und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mädels. Macht es euch fein und wir sehen uns. Tschüss!